aus der Klinik. Ja, mein Hessebub hat seinen Eingriff hinter sich, ist gestern operiert worden. Wir haben übernachtet und wahrscheinlich dürfen wir heute nach Hause. Mal gucken, was die Ärzte sagen. Aber ich glaube schon. Wir haben euch dann gestern doch nicht mitgenommen. Hessebub wollte es gern, aber dem ging es gar nicht gut. Und kranke Kinder und so ein OP und alles zeige ich dann doch nicht. Also, nee, das mit Datenschutz finde ich nicht so gut. Aber heute nehmen wir euch ein kleines bisschen mit. Und es geht ihm schon langsam ein bisschen besser. Ich glaube, er hat gar nicht so schlimme Schmerzen. Aber ich werde ihn ein bisschen bedeckt halten. Und wenn wir jetzt wieder bald auf dem Weg der Besserung sind, beziehungsweise hauptsächlich er, aber ja, ich nehme das auch immer so ein bisschen mit, wenn es dem Kind nicht gut geht, dann machen wir sicherlich auch wieder ein bisschen mehr andere, schönere Sachen. Wir haben 6:30 Uhr, der Klinikalltag beginnt so langsam. Wir haben jetzt das Gitter hochgemacht wegen der Narkose. Gestern, weil er noch nicht so ganz, ja, nicht so ganz wach war und dass er da rausfällt, haben wir auf der einen Seite das Gitter hochgemacht, brauchen wir normalerweise nicht. Hier mein Bett, das muss ich jetzt abbauen, denn um 7 Uhr muss hier alles komplett frei sein, dass die Ärzte hier auch besser reinkommen können zur Visite. Hier stand in der Nacht noch ein zweites Bett, allerdings ohne Kind. Das wurde rausgeholt, das wurde benötigt. Somit ist jetzt hier gerade ein bisschen mehr Platz, was ganz gut ist. Normalerweise sind zwei Kinder und zwei Mütter oder ein Vater hier in so einem Bett drin. Ich weiß gar nicht, wie das reinpassen soll, aber ja, ist so behelfsmäßig, aber so ist das in der Klinik, ne? Der Swob schläft noch, hier die Infusionsnadel noch drin. Aber ja, ich lasse ihn noch einen Moment schlafen, bevor das Personal kommt. Aber ich werde schon ein bisschen Tageslicht reinlassen. Hier ist das Badezimmer von dem Krankenhauszimmer, eigentlich echt ganz nett. Gar nicht so klein, mit Dusche, wunderbar. Ja, so kann man es aushalten als Begleitperson und auch für die Kinder noch ein Tritt, damit es höher ist. Bett habe ich ja zusammengefaltet. Oh, die Kuscheltier ist aus dem Bett gefallen. Zack. Das Nette ist, diese Zimmer, also da wo wir sind, die haben alle hier so einen Balkon dran. Und das hier ist keine reine Kinderklinik, das ist wirklich so eine allgemeine Klinik für sämtliche Fachgebiete, für Erwachsene auch. Und die haben nur eine Kinderstation. Und dafür, dass es mitten in Frankfurt ist, ist das Außengelände total nett, finde ich. Von außen alles vollgebaut. Man kann das, da tobt der Verkehr, aber hier innen, jetzt zeige ich nochmal den Innenhof genauer, eine richtige grüne Oase. Hier schaut mal, das ist der Innenhof. Total schön. Toll bepflanzt, kann man sich schön hinsetzen. Hier unten. Und ja, lesen oder spazieren gehen. Voll nett. Ja, hier bei dem Flur geht es in die Elternküche. Da kann man sich ein bisschen Käffchen oder Tee warm machen. Ja, gleich ist 7. Die Schwestern werden bestimmt gleich reinkommen und 7:15 ist, glaube ich, Visite. Während der Hessebub noch schläft, hole ich mir, glaube ich, mal meinen kalten Kaffee aus dem Kühlschrank in der Elternküche, denn der Kaffee schmeckt leider nicht. Egal, habe ich mir einen von der Tanke besorgt. Mal gucken, ich gucke mal, ob der noch da ist. Die Station, jetzt gehe ich mal ins Elternzimmer. Passt voll zu uns. Hier geht's in die Elternküche. Und jetzt schaue ich mal. Ja, er ist noch da. So, jetzt gehe ich wieder zurück auf die Station. Oh, voll nett hier bemalt, ne? Ich hock mich raus zum Kaffee trinken. Es ist ja echt so schön schon wieder. Wir haben jetzt 7:10 und so langsam erweckt hier alles zum Leben.
Das Frühstück für den Hessebub ist da. Brötchen, Wurst und Schokocreme, ein Ei, Joghurt. Ich weiß nicht, warum Kinder Light-Joghurt bekommen. Und ein Light-Kakao. Na sowas. Aber vielleicht schmeckt ihr die trotzdem. Jo. Und das ist mein Frühstück. Das habe ich alles gar nicht bestellt, aber egal. Man will ja nicht meckern. Wir sind ja nicht hier im Hotel. So, jetzt zocken wir hier so im Bett. Im Hessebub geht's ganz gut, aber es ist fraglich, ob wir rauskommen, hat vorhin die Schwester gesagt. Gleich kommt die Visite, ich hoffe ja schon. Aber es ist mir gut, wenn wir bleiben müssen, weil es notwendig ist, dann machen wir das. Es ist ja wichtig, dass der Hessebub ganz gesund wird, nicht wahr? Jo. Guten Morgen. Morgen! So, der nette Arzt war da. Wir dürfen nach Hause. Wir müssen noch ein kleines bisschen warten, bis die ganzen Papiere fertig gemacht sind. Und dann dürfen wir gehen. Juhu! Tschüss, Krankenhauszimmer. Tschüss, Krankenhausbett. Und der Häsebub, na? Oh Gott, der Arme läuft langsam. So, tschüssi, raus aus dem Krankenhaus. Sehr gut.